Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Sie hatten sich in der Innenstadt von Dallas versammelt, um zu protestieren, friedlich, gegen Rassismus und Polizeigewalt. Zwei neue Fälle hatten Amerika in den vergangenen Tagen in Aufruhr versetzt, zwei Schwarze getötet von Polizeikugeln. Dann fallen auch in Dallas Schüsse, Heckenschützen feuern gezielt auf Polizisten. Sie töten 5 Beamte, verletzen weitere 7 sowie 2 Zivilisten, so der Bürgermeister. Einen Verdächtigen tötete die Polizei, außerdem nahmen sie mehrere Personen fest. Polizisten unter heftigem Beschuss, der Hinterhalt von Heckenschützen, ein gezielter mörderischer Angriff am Rande einer friedlichen Demonstration. Menschen rennen um ihr Leben, suchen irgendwo Schutz vor den tödlichen Kugeln. Panik in der Innenstadt von Dallas. Der Typ hat auf eine Polizistin geschossen, erst daneben, dann nochmal so und immer weiter. Sie konnte trotzdem noch wegrennen. 5 Beamte starben an ihren schweren Schussverletzungen. 7 weitere Polizisten und 2 Passanten liegen im Krankenhaus, sollen aber außer Lebensgefahr sein. Stundenlang fahndet die Polizei nach den Tätern. Ein Mann verschanzt sich in einem Parkhaus. Nach einem Feuergefecht hat ihn ein Spezialkommando mit einem Roboter und einem Sprengsatz getötet. 2 Männer und eine Frau werden verhaftet und als dringend tatverdächtig verhört. Über ihre Identität gibt es noch keine Informationen, aber Hinweise auf die Motive. The suspect said he was upset about Black Lives Matter. Ein Verdächtiger hat ausgesagt, er habe sich wegen der Black Lives Matter-Bewegung und über die jüngste Polizeigewalt aufgeregt. Er sei wütend auf Weiße gewesen, habe vor allem weiße Polizisten töten wollen. Das FBI hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet. Offenbar gibt es aber bisher keine Hinweise auf Verbindungen zu Terrornetzwerken. Und zu den Ereignissen in Dallas sendet das Erste heute Abend einen Brennpunkt um 20.15 Uhr gleich im Anschluss an die Tagesschau. Wie hält es die NATO mit Russland? Diese Frage ist beim Gipfeltreffen des Bündnisses in Warschau allgegenwärtig. Die Staats- und Regierungschefs der 28 NATO-Staaten wollen eine neue Strategie für Osteuropa beschließen. Polens Präsident Duda betonte zum Auftakt, der Gipfel sei von großer Wichtigkeit angesichts der aktuellen Herausforderungen, wie beispielsweise in der Ukraine. Die NATO will daher ihre Präsenz verstärken und auf neue Technik setzen. Die NATO zeigt, was sie hat, präsentiert ein Modell der neu angeschafften Aufklärungsdrohne Global Hawk. Mit speziellem Radar kann das System jede Bewegung am Boden registrieren. Die NATO will wissen, was um sie herum geschieht. Der Kalte Krieg ist Geschichte, sagt der Generalsekretär, aber das Bündnis habe aufrüsten müssen nach der völkerrechtswidrigen Besetzung der Krim durch russische Truppen. Die NATO hat Antworten gefunden. Wir haben unsere gemeinsame Verteidigungsbereitschaft gestärkt und in Abschreckungsmaßnahmen investiert, so viel wie seit Ende des Kalten Krieges nicht. Die NATO will in Polen und in den 3 baltischen Staaten je 1 NATO-Bataillon zusätzlich stationieren, insgesamt gut 4.000 Soldaten. Deutschland soll bei der Einheit in Litauen die militärische Führung übernehmen. Der amerikanische Präsident macht klar, dass der Westen politisch und wirtschaftlich weiter Druck auf Moskau ausüben wird. Die USA und die EU sind sich einig, dass die Sanktionen gegen Russland bestehen bleiben, bis die andere Seite das Minsker Abkommen vollständig erfüllt. Doch neben harschen Tönen legt die NATO auch Wert darauf, sich dialogbereit zu zeigen. So soll schon in wenigen Tagen das Gespräch mit dem russischen NATO-Botschafter gesucht werden. Ihm will man die Ergebnisse des Warschauer Gipfels erklären. Tja, Oliver Kör in Warschau, wie muss man denn die Ergebnisse bewerten? Aufrüsten und weiterreden oder wie ist das Konzept? Ja, das Konzept ist vor allen Dingen jetzt erstmal ein wichtiges Signal, das an Polen und an die baltischen Staaten ausgesendet wird. In diesen Staaten ist nämlich in der Vergangenheit seit der Annexion der Krim die Angst vor Russland deutlich gewachsen. Und diese Staaten brauchten jetzt ein Signal der NATO. Und mit der Entsendung dieser Bataillone in die entsprechenden Länder geht an Moskau genau das Signal aus, was Polen und die baltischen Staaten brauchen, nämlich das Signal: Wir sind da für den Fall, dass es einen Angriff gibt, und wir sind bereit, uns zu verteidigen. Was steht noch auf der Agenda des NATO-Gipfels?
Ja, bei einem solchen Gipfel sind die wichtigen Beschlüsse eigentlich schon im Vorfeld klargemacht und es geht hier nur darum, das zu unterzeichnen. Wichtiger ist, dass die Staats- und Regierungschefs sich persönlich treffen und miteinander reden über die wichtigen Themen der Zeit. Der Brexit ist natürlich ein großes Thema und die Auswirkungen für Großbritannien und die NATO. Und Kanzlerin Angela Merkel hat vermutlich morgen Vormittag noch einen etwas heiklen Termin vor sich. Sie trifft den türkischen Präsidenten Erdogan. Da hat es in der Vergangenheit ja viele Spannungen mit der Türkei gegeben. Zuletzt hatte die Türkei deutschen Politikern verboten, die deutschen Soldaten im Süden der Türkei in Incirlik zu besuchen. Höchste Zeit also für ein Gespräch auf höchster Ebene. Oliver Körr, danke schön. Es war ein trauriger Höhepunkt. Noch nie haben so viele Menschen in Deutschland Schutz vor Krieg, Gewalt und Not gesucht wie im vergangenen Jahr. Die Behörden registrierten in ihrem Computersystem EASY insgesamt mehr als 1,1 Millionen Flüchtlinge. Inzwischen ist die Zahl stark rückläufig. Nach der aktuellen Statistik wurden in den ersten 6 Monaten dieses Jahres rund 222.000 neu eingereiste Asylsuchende erfasst. Leere Betten, leere Zimmer. In vielen Erstaufnahmestellen ist der Rückgang der Flüchtlingszahlen längst angekommen. Noch im Januar wurden fast 92.000 Flüchtlinge registriert. Im Juni waren es nur noch gut 16.000. Wichtigste Herkunftsländer: Syrien, Afghanistan, Irak. Der Innenminister nennt die Schließung der Balkanroute als einen Grund für den Rückgang. Aber auch das EU-Türkei-Abkommen. Wir sehen daran, dass die Maßnahmen auf deutscher und europäischer Ebene greifen und dass insgesamt wir in diesem ersten Halbjahr von einer deutlichen Entspannung bei der Flüchtlingskrise ausgehen können. Entspannung, aber nicht weniger Arbeit. Viele Wartende konnten erst jetzt einen Asylantrag stellen. Etwa 500.000 Anträge stapeln sich im Bundesamt für Migration. Die werden nun abgearbeitet. Gut 280.000 Entscheidungen traf das Amt dieses Jahr. Etwa so viele wie im gesamten Vorjahr, lobt der Chef des Bundesamts. Die nächste Herausforderung für Flüchtlinge sei, Arbeit zu finden. Da müssen wir Verfahren finden, mit denen wir vielleicht nicht zertifizierte Berufsabschlüsse, aber gute Berufserfahrung respektieren, anerkennen. Wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln, will der Innenminister nicht voraussagen. Zu unsicher sei, wie sich die Lage etwa auf der Balkanroute entwickle. Und zum Schluss schauen wir wie gewohnt auf das Wetter und die Aussichten. Morgen mal Sonne, mal Wolken. Im Nordosten sowie an den Alpen vereinzelt Schauer und auch im Nordwesten später Regen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 und 29 Grad. Und das war's für jetzt. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 16.25 Uhr bei Ihnen. Haben Sie noch einen guten Tag. Auf Wiedersehen.